Moin moin, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten, ich bin der Pimin. Und auch zum Wochenabschluss habe ich wieder vier Themen für euch am Start. Ja, ich weiß, Wochenabschluss, morgen ist Feiertag, deswegen wird es keine News geben. Insert Coin ist aber trotzdem am Start, 18 Uhr, nicht verpassen. Kommen wir zu den Themen. The Witcher 3, das Next-Gen-Upgrade wurde verschoben. Ein Gerücht rund um Dead Island 2, das kommt offenbar früher als gedacht. Mass Effect, so steht es um die Entwicklung. Und Call of Duty, da arbeitet Sledgehammer Games offenbar schon an einem neuen Ableger. Wenn ihr auch nächste Woche die News nicht verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Viel Spaß mit den News! Im zweiten Quartal 2022 sollte eigentlich eine optimierte Version von The Witcher 3 Wild Hunt für die PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen. Doch von diesem Plan ist der Entwickler CD Projekt Red nun abgerückt. Bis jetzt befand sich das Upgrade bei Saber Interactive in Arbeit, welche zwar in Florida sitzen. Zuständig war aber eine Niederlassung in St. Petersburg, Russland. Aufgrund der russischen Invasion wurde diese Verbindung gekappt. Das Projekt wurde nun an ein Inhouse-Team übertragen, die das Ganze finalisieren sollen. Da benötigt das Team jetzt einfach erstmal ein wenig Zeit, um zu evaluieren, welche Aufgaben noch erledigt werden müssen. Wie lange sich der Release verzögert, weiß man leider nicht. Der Termin wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Laut einigen Gerüchten und ein paar kryptischen offiziellen Aussagen soll Dead Island 2 wohl frühestens ab März 2023 erscheinen. Doch das Zombie-Sequel könnte sogar früher erscheinen als gedacht. Ja, richtig gehört, früher. Ich weiß, im Zusammenhang mit Dead Island 2 kommt das schon sehr ironisch rüber. Laut neuesten Informationen von Insider Colin Moriarty könnte Dead Island 2 sogar noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Als potenzielle Veröffentlichungsmonate nannte er den September und Oktober. Sind wir mal gespannt, ob dem dann auch wirklich so ist. 7 Jahre nach der Ankündigung würden wir uns jetzt dann doch mal freuen, wenn das Spiel überhaupt auf den Markt kommt. Die Ankündigung vom nächsten Mass Effect war der Kracher schlechthin auf den Game Awards 2020. Seitdem wurde es sehr still um das Projekt. Auch zum N7 Day gab es nichts wirklich Neues zu sehen, nur so ein paar Bilder. Und das hat einen einfachen Grund. Wie Entwickler BioWare nun bekannt gab, befindet sich Mass Effect 5 noch in einer frühen Entwicklungsphase. Zitat: Außerdem haben wir das nächste Spiel im Mass Effect-Universum, das sich in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir ausführlicher darüber sprechen können, aber wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir arbeiten. Da ist also noch ein wenig Geduld gefragt. Der aktuelle Call of Duty-Ableger Vanguard kam leider nicht ganz so gut bei der Community an, wie erhofft. Damit ist das Kind aber erstmal nicht in den Brunnen gefallen. Inzwischen ist es ja gefühlt eh gang und gäbe, das Spiel erst nach Release wirklich auf die Bedürfnisse der Kunden zuzuschneiden. Aber so wohl nicht mehr im Falle von Call of Duty Vanguard. Laut neuesten Informationen von Insider Tom Henderson konzentriert sich Sledgehammer Games inzwischen weitestgehend auf den nächsten Ableger der Serie. Wie es mit dem Franchise allerdings genau weitergeht, ob jetzt mal ein Jahr Pause gemacht wird, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, das wird sich alles zeigen. Und damit sind wir wieder am Ende angelangt bei der heutigen Ausgabe der Gameswelt Nachrichten. Ich wünsche euch frohe Ostern, ein paar schöne freie Feiertage und auch wenn es morgen keine Gameswelt Nachrichten gibt, es kommt trotzdem eine neue Folge Insert Coin für euch raus, wie gewohnt um 18 Uhr, verpasst es nicht. Wir hören uns dann am Dienstag wieder, auch wie gewohnt um 19 Uhr. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht es gut, Servus.